Hier muss nicht das Runde ins Eckige, sondern das Eckige aufs Eckige. Jonas Eul aus Kleve verbindet Fußball und Lego. Der 16-Jährige baut Stadien originalgetreu nach, Stein für Stein. Momentan sitzt der Teenager an der sogenannten Bielefelder Alm, dem Stadion des Drittligisten Arminia Bielefeld. Sein Hobby? Ein Volltreffer. Ich habe sehr früh angefangen mit Fußball und die Leidenschaft auch früh entwickelt, weil mein Vater auch relativ hoch gespielt hat und ich als kleiner Junge schon mal mit durfte. Und dann war ich in den Stadien immer mit. Und so kam halt die Begeisterung, dass ich früh anfangen wollte. Und dann irgendwann im Laufe der Zeit kam auch Lego dazu. Und das war so ein bisschen die Verbindung, die ich dann gesucht habe. Und so kam das, glaube ich, zustande, dass man dann irgendwann darauf kam. Seit 6 Jahren sitzt bei dem Schüler jeder Stein präzise wie ein guter Pass. Schon mehr als 70 Stadien hat Jonas nachgebaut. Natürlich auch einige aus NRW. Pro Woche verbringt er 3 bis 10 Stunden mit seinem Hobby, je nachdem, wie es die Schule zulässt. Für den 16-Jährigen ist es einfach echte Liebe. Die Liebe zum Fußball, die ich finde, jeder Stein einzigartig aufgrund der Fans. Weil jeder Stein ist ja eigentlich nur ein Haufen Beton und ein Bauwerk. Aber die Fans lassen das immer aufleben und das ist immer so das, was einen auch motiviert. Das Hobby geht aber auch ordentlich ins Geld. Immer wieder müssen neue bunte Steinchen her. Mehr als 1000 Euro hat der Fußballfan schon investiert. Im Urlaub holt sich der Teenager seine Inspiration am liebsten. Quasi der Stadioncheck auswärts. Auch zu Hause punktet seine Passion. Wir als Eltern freuen uns sehr darüber, dass er ein Hobby hat, wo er wirklich einen Ausgleich finden kann. Und ich finde das Hobby auch sehr schön. Er ist einfach kreativ und er macht es einfach frei aus dem Kopf heraus. Und von daher finde ich das eigentlich ganz toll. Wenn ich bedenke, dass viele andere nur vor der PlayStation hocken und er da wirklich kreativ arbeitet, kann ich mich nur freuen als Mutter. Verkaufen will Jonas seine Stadien nicht. Nach 2 bis 3 Wochen baut er sie wieder ab. Die Steine braucht er für den nächsten Fußballtempel. Also Abpfiff fürs alte Projekt und Anpfiff für das neue, um sich seinen Wunsch zu erfüllen. Eins meiner Ziele ist es auf jeden Fall mal für einen Verein, das dann abzugeben, dass man das dann im Museum ausstellen würde, des Vereins, oder auch am Stadion präsentieren würde. Das ist so eine Art Traum von mir. Jonas Euls Leidenschaft ist spürbar anders. Für ihn heißt es weiter, das Eckige muss aufs Eckige.